Servus Leute, da bin ich wieder. Ich bin ein bisschen im Waldstück unterwegs und habe, wie ihr seht, einen ganzen Rucksack voll mit Messer dabei. Ich würde euch heute nämlich gern meine Top 5 Bushcraft und Outdoor Messer vom Jahr 2023 vorstellen. Ich habe aber viel mehr dabei wie die 5 Messer leider. Ja, falls euch das interessiert, dann bleibt da drauf. Viel Spaß. Ja Leute, ich bin also endlich mal wieder in unserem Waldstück unterwegs. Ich bin hier tatsächlich nur im Winter. Im Sommer haltet ihr es hier fast nicht aus, wegen der ganzen Zecke und Stechmücke und so. Hier geht nämlich ein Bach durch. Der ist zwar im Sommer fast komplett ausgetrocknet, aber ist alles so ein bisschen fast schon Sumpfgebiet. Also die Viecher fressen euch hier im Sommer. Und im Herbst, wie ihr seht, saumäßig gefährlich. Ganz viel Witwemacher und alles liegt quer und ja, ist auf jeden Fall nicht ohne. Deswegen, aber an so einem Tag wie heute, Sonnenschein, 2-3 Grad schätze ich mal, ist das hier natürlich wunderbar. Wir suchen uns jetzt einen schönen Platz auf jeden Fall. Ich möchte euch ja heute zum Jahresende 2023 oder fast Jahresende, möchte ich euch nochmal meine schönste Bushcraft und Outdoor Messer vorstellen, die mich dieses Jahr erreicht habe, die mir besonders gut gefallen haben. Und ja, wenn ich hier was Gescheites finde, dann lege ich mir auch direkt los. Deswegen suchen wir noch ein bisschen. Auf geht's. Und wir fangen mal an mit den Messern 2023. Ich greife einfach mal hier fröhlich rein, was wir so haben. Fangen wir an mit dem hier. Ja, das ist ein Messerset. Das sind also tatsächlich zwei Messer. Und zwar ist das von O-Knife. Das sind Outdoor-Kochmesser. Da haben wir einmal hier so ein feines für Fleischschneide. Und hier halt, ist dasselbe Riemen. Einmal ein bisschen was Größeres hier für alles mögliche Schlipple. Obst, Gemüse, natürlich auch Fleisch. Also ist auf jeden Fall ein Outdoor-Kochmesser-Set. Das Ganze nennt sich Monsoon. Kein Bushcraft-Messer oder so, aber dadurch, dass es halt schön hier für Outdoor gemacht ist, mit dem G10 Tarnfarbegriff hier, mit der schwarzen Klinge und so und mit der richtig schönen Messerscheide hier, habe ich gedacht, das muss ich euch einfach zeigen. Ich habe es Outdoor noch gar nicht benutzt. Ich benutze es wirklich jeden Tag in der Küche zum Kochen, weil es halt dann einfach so in der Küche auch ein bisschen Outdoor-Feeling ist. Und ja, ich schmeiße die Teile sogar in den Geschirrspüler, was man normalerweise niemals machen sollte mit Messer. Aber ich habe gedacht, ich muss es einfach mal testen. Und die war jetzt bestimmt schon 20, 30 Mal. Ja, 20 Mal war es im Geschirrspüler. Und alles Paletti. Und ja, wollte ich euch einfach mal kurz zeigen. Lassen wir eins draußen hier. Zur Ansicht. Sind natürlich nicht so dick wie normale Survival-Messer oder Bushcraft-Messer. Deswegen, ja, eigentlich gehören sie heute nicht dazu. Aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. Dann machen wir weiter. Das hier ist, glaube ich, mein Highlight 2023 an Outdoor-Messer. Und zwar ist das von Bastards Knives. Ist das Polaris. Und ich meine, guckt euch mal den Trümmer an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die Klinge ist, aber ich schätze mal 16 cm. Ist ein Sleipner Stahl, also wirklich was richtig Gutes. Hier seht ihr mal die Dicke von der Klinge hier. Bastards Knives, Sleipner. Auf 40 Messer limitiert, also immer geringe Stückzahl. Und hier, jawohl, ficki ficki, ne? Also wirklich ein geiles Messer. Und mein persönliches Highlight dieses Jahr, würde ich mal behaupten. Danke nochmal Manu an das geile Teil, dass ich es testen durfte. Es ist wirklich, ja, der absolute Hammer. Ein richtiges geiles Messer, wo ihr wirklich alles mitmachen könnt. So, ach so, Links mache ich euch natürlich in die Videobeschreibung, in die Kommentare. Hier in dem Fall zu Bastards Knives, zur Homepage. Wobei, wer vertreibt die? Ich glaube,
Messerworld hat die auch. Ich schau mal, mache ich euch einfach links rein auf jeden Fall. Hier natürlich zu Obei. Genau, könnt ihr auch mal schauen. Habe auch geile Campingsachen und so. Wir machen einfach mal weiter. Und zwar, was haben wir hier? Ne, das kommt ganz am Schluss. Das kommt auch ziemlich am Ende. Was haben wir denn hier? Genau, den Survival Beaver von K4 Knives, vom Reini Rossmann. Ein Messer, wo ich wirklich sagen muss, hat mich extrem überrascht. Hier seht ihr K4 Knives. Was war denn das für ein Stahl? Ich glaube, das war ein Böhler-Stahl. Ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Steht es da drauf? Schade. Muss ich mal schauen, schreibe ich euch hier unten rein. Auf jeden Fall hier Bushcraft Beaver. Richtig schöne Dicke bei dem Messer. Man muss einfach sagen, die Optik ist jetzt nicht so geil bei dem Messer. Na, kriege ich es auch scharf ein bisschen. Aber von der Funktionalität von dem Messer muss ich wirklich sagen, geiles Teil, hätte ich so nicht gedacht. Es ist halt wirklich ein kleines Mini-Brecheisen, gell? Also ganz klar. G10-Griff, da gibt es aber auch schon neue Griffe dafür, soviel ich weiß. Paragraph 42a-konform, extra so gemacht worden, auch für den deutschen Markt. Ja, Feuerstahl lässt sich hier auch gut natürlich mit anreißen. Ja, können wir eigentlich drin lassen in der Hülle. Ja, einwandfrei, wirklich bis zur Spitze vor. Gibt es ganz viel Zubehör, wo ihr hier an die Kydex machen könnt. Habe ich auch noch einiges daheim liegen, bin ich aber leider noch nicht dazukomme. Auf jeden Fall hier die Kydex. Super Klunge, hier ein schöner Dengler dran. Reini Rossmann, das Emblem. Wirklich geiles Teil. Mache ich euch auch hier einen Link rein zum Survival Shop AT vom Reini Rossmann. Survival Überlebensshop AT. Ich mache es euch in die Videobeschreibung und in die Kommentare. Guckt mal vorbei. Richtig geiles Messer auf jeden Fall. Und auch hier oben wieder ein Link natürlich zum Review. Also der Survival Beaver. Tolles Messer meiner Meinung nach. Wir machen weiter. So. Ja, jetzt machen wir gleich zwei Messer. Und zwar, ich habe extra noch mal geschaut, weil ich mir nicht... Jetzt läuft mir die Nase. Weil ich mir nicht sicher war. Und zwar das Odenwolf Ambulo, ehemals Wolfgangs, ne? Wisst ihr ja. Habe ich im Januar das Review gemacht. Und deswegen fällt es natürlich auch noch ins Jahr 2023. Das Ambulo gibt es ja schon ganz schön lange, mittlerweile in der dritten Generation. Aber hier hat man einfach ein Upgrade gemacht, indem man hier verschiedene Versionen rausgebracht hat. In dem Fall ist es das Ambulo Flat, heißt glaube ich. Heißt also nichts anderes im Prinzip wie, es ist ein Flachschliff und man hat halt hier oben diese, ich krieg's nicht mit dem Fokus gerade hin, man hat diese Harpune Klinge, sage ich jetzt mal, die Optik hat man weggenommen, kriegt dann natürlich immer noch in die ursprüngliche Version mit der Schleifkerbe, mit der Feuerstahlkerbe hier drin. Aber ich muss sagen, das hier ist jetzt meiner Meinung nach das bessere Modell. Also das ist auch das beste Ambulo, das es gibt. Mit dem gerade Rücken, einfach weil ihr hier den Feuerstahl viel besser anreißen könnt, weil ihr auch Holzspänen und so richtig abschaben könnt. Und es gibt das Messer noch mit einem Scandi-Anschliff. Hat mich jetzt nicht so ganz überzeugt. Ist eine geile Optik und alles, aber ich hatte dann auch einen Klingeausbruch, was nicht schlimm ist. Schleife ich weg und fertig. Oder man macht halt die Phase ein bisschen anders oder so. Aber ja, ich bin einfach ein Fan. Ich mag es einfach und für mich ist der Flachschliff einfach draußen, Outdoor, das Beste. Noch zur Info, ich zeige es euch gleich. Ihr könnt mit dem Messer hier, mit dem Stonewash, könnt ihr den Feuerstahl anreißen. Ist gar kein Problem. Aber es geht wesentlich schwerer wie mit einer blanken Klinge. Liegt aber hier nicht an Odewolf, sondern jedes Messer, das ein Stonewash hat oder ein Coating hat, ist natürlich die Kante hier nicht mehr so scharf. Und dann, ja, also wenn ihr wirklich mit dem Messer anreißen wollt, statt mit dem Striker, dann nehmt euch eine blanke Klinge. Ist nur ein Tipp von mir. Ich komme damit zurecht. Ja, aber das müsst natürlich ihr entscheiden. Ansonsten ist es ein richtig geiles Messer. Und Ambulo hat mir ja schon immer gefallen. Ist eigentlich eins meiner Lieblingsmesser. Das einzige Modell, wo ich eigentlich öfters dabei habe, ist Ambulo, ist tatsächlich das Lupus. Und ja, falls euch das interessiert, ist auch ein Link in der Videobeschreibung bei den Kommentaren. Code KURPFAS10, spar da nochmal 10%. So, hier ist übrigens noch der Feuerstahl drin. Wichtig bei den neuen
Scheide, wo dabei sind, macht euch hier ein Gummi drum oder irgendwas. Ich habe fast schon mal den Feuerstahl verloren, wenn man richtig reindrückt. Ist auch richtig drin, aber wenn man einfach so Larifari reindrückt, kann man verlieren. Ja, das nur zur Info. So, legen wir auch weg. Weiter geht's. Ach so, genau. Und was halt dieses Jahr auch noch rauskommt ist, ich wollte eigentlich von jeder Marke nur ein Messer zeigen, aber das muss ich euch halt einfach zeigen. Das ist das W-Flat. Das ist also so das Low-Budget-Messer, kann man sagen. Die Low-Budget-Reihe von Odenwolf, von Wolfgangs. Das hier ist jetzt wieder mit einem Stonewash. Ist auch tatsächlich unbenutztes Messer. Ich habe nämlich auch hier eine blanke Klinge. Einfach weil es besser ist für den Feuerstahl anreißen, habe ich aber heute nicht gefunden, leider. Und das lag halt noch rum. W-Flat ist im Gegensatz zum D2 vom Ambulo, ist das ein 440C Stahl. Und ansonsten ist es immer noch eine Full-Tang-Bauweise. Ihr habt aber hier einen Spritzgussgriff, den ich aber richtig geil finde. Und ihr habt hier so eine taktische Poly, was weiß ich, Propylen-Messerscheide, könnt da ganz viel Sache dran machen. Wackelt hier kleine Wenigkeit, aber stört mich überhaupt nicht. Also wirklich ein verdammt gutes Messer und für mich wirklich, doch, ich würde sagen, das beste Einsteigermesser und das beste Backup-Messer für wenig Geld. Genau. Das W-Flat gibt es übrigens auch als Gandhi und mit der Harpuneform und. Finde ich aber hier wieder am besten mit dem glatten Klingerücke. So, weiter. Jetzt muss ich zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Das waren schon meine 5 Messer 2023. Wie gesagt, die mich dieses Jahr erreicht habe. Die mir besonders gut gefallen habe. Und da ich aber natürlich wieder gefragt werde nach der anderen Messer, zeige ich es euch natürlich heute mal. Und zwar, ich habe mein Schmiedeglut endlich mal zurück. Das war lange verliehen an einen Kumpel oder an mehrere Kumpels. Und ich habe es jetzt wieder. Und ich will einfach die Gelegenheit nutzen und es euch mal zeigen, weil es einfach eins meiner absoluten Lieblingsmesser ist. Und zwar ist das das Saki 2.0, ist ein Carbonstahl. Hier haben wir einen richtig schönen runden Griff, fast schon rund, mit dieser Hämmerschläg hier drin. Also die sind nicht nur hier auf dem Messer und hier auf dem Erl drauf, sondern das hat man wirklich komplett hier über den Griff gemacht. Und ja, ist einfach ein richtig geiles Messer, ein Mini-Brecheisen. Und ganz klar eins von den Messer, das mich niemals verlassen wird. Hat nichts mit 2023 zu tun, aber ich halt 2023 endlich mal wieder zurückkomme zu mir nach langer Wanderschaft. Und deswegen wollte ich das euch natürlich auch mal zeigen heute. So, und jetzt kommen wir noch zu zwei. Oh, langsam wird es eng hier. Wo haben wir noch? Ich muss mich ein bisschen beeilen. Video wird wieder ziemlich lang. Jetzt kommen wir noch zu zwei Spezialisten hier. Die haben mich zwar dieses Jahr erreicht, aber ich bin tatsächlich nicht dazu gekommen, sie ausgiebig zu testen und dann, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir sie ins nächste Jahr mit rein. Aber ich sage es euch gleich, ich brauche sie nicht lange getestet zu haben, um zu merken, dass die Messer brutal tauglich sind. Und zwar haben wir einmal hier das Beatis 1 von Jas Messer. Das ist das Messer vom Matthias Busch. Matthias heißt er, glaube ich. Ja, vom Jackknife auf jeden Fall. Guck mal. Richtig schöner kleiner Brecher hier, also da bin ich echt gespannt aufs Testen, freue ich mich jetzt schon. Wird nämlich ein sehr taugliches Teil sein, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und was mich noch viel mehr interessiert, ist das hier, ist auch von Jas, und zwar ist es das Keiler. Und ich sag's euch, das Keiler, ich zeige es euch erstmal hier, richtig geiler Mikata-Griff oder Mikata-Griffschale. Die Klinge hier, schön einfach kalte hier. Da sieht man das hier, die Schrift Keiler. Schön in so nordische Schrift hier. Hier ist das Zeichen von Jas Messer drauf. Und das ist ein Böhler-Stahl. Ich glaube ein Böhler 96. Bin mir gerade nicht sicher. Ich meine schon. Und das Messer allein schon vom Griff her. Ich sag's euch. Ich freue mich so, das Teil zu testen, weil der Griff ist für mich, der ist erste Sahne für mich. Also das Messer, das habe ich in die Hand genommen, hat mir sofort gefallen. Mit der Lederscheide hier richtig hübsch. Ich stehe eigentlich mehr so auf die taktische Sache. Aber ja, die zwei Messer, die kommen auf jeden Fall. Da machen wir Reviews dazu.
freue ich mich richtig. Machen wir aber nächstes Jahr, das Jahr nicht mehr. Ja, das sind auf jeden Fall hier die Messer, die ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, links ist alles in der Videobeschreibung. Und ja, ich gucke, dass das Video jetzt noch vor Weihnachten rauskommt. Ansonsten, ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich noch ein Top 5 Video mache zu meiner Taschenlampe. Aber das sage ich euch gleich, das wird eine Marke. Das ist einfach so bei mir. Da stehe ich aber auch voll dahinter. Obwohl ich ja eigentlich sonst nicht so viele Taschenlampe-Videos mache. Und ich habe mir sogar überlegt, ob ich noch die Top 5 Rucksäcke mache. Weil dann wäre einmal ein Video für meine Lieblingssache, weil ich so oft gefragt werde, welcher Rucksack, welche Taschenlampe, welches Messer, bla bla bla. Ja, machen wir vielleicht noch, aber schauen wir mal. Ich würde sagen, für heute reicht's. Ich nehme meine literische Flasche Sportlerweizen hier mit und bringe sie wieder heim und hole mir das Pfand zurück. Und ja, euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir mal einen netten Kommentar, was ihr von deinem Messer haltet, was euch am besten gefällt oder was eure Top 5 Messer waren. Und natürlich auch wieder ein Aufruf. Ich hätte es wieder mal am Anfang vom Video sagen sollen, ich weiß. Aber wenn der eine oder andere YouTube-Kollege Bock hat, macht gerne mal eine Videoantwort. Hau ich dann bei mir in die Playlist rein und ja, würde mich mal interessieren, was ihr so mit euch rumtragt. Ansonsten, das soll es gewesen sein. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Es gibt Schnitzel beim Vater heute und das will ich natürlich nicht verpassen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.